Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Der Chewy ist mir mittlerweile eingeschlafen, aber ich hoffe, für euch waren die ersten 5 Mythen jetzt nicht so einschläfernd. Heute geht es weiter mit den letzten 5 Mythen. Ich will jetzt gar nicht so viel drum herum reden. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Kleine Hunde brauchen weniger Auslauf als große Hunde. Da reicht auch schon einmal um den Block gehen. Das ist schrecklich und leider Gottes kommt es viel zu oft vor, aber nein. Kleine Hunde brauchen genauso Auslauf wie große Hunde. Zwar brauchen die jetzt keinen Marathon, 3-mal am Tag, aber man sollte schon schauen, dass man öfters als nur einmal um den Block läuft und auch länger. Kleine Hunde sind genauso bewegungsfreudig wie große Hunde und brauchen genauso wie große Hunde einfach eine artgerechte Bewegung und einfach auch genügend Auslauf am Tag. Viele kleine Hunde sind so mega aufgedreht und kläffig und sonstiges und hören auch nicht gut, weil es am Mensch scheitert. Also in erster Linie scheitert es schon oft einfach nur an genügend Auslauf. Es ist sehr, ja, schrecklich. Wenn man sich also jetzt einen kleinen Hund holt, mit dem Gedanken, da muss man ja nicht viel rausgehen, da sollte man sich wirklich lieber eine Katze zulegen oder einen Stoffhund. Einen Welpen muss man 24 Stunden am Tag beschäftigen. Das kann man machen, aber dann darf man sich echt nicht wundern, wenn dieser Welpe zu einem mega hyperaktiven Junghund entwickelt und nicht weiß, wie er von alleine runterkommt. Das Allerwichtigste ist, dass man dem Welpen beibringt, dass es auch Ruhephasen gibt. Ohne Ruhephasen kommt dieser Hund nicht von alleine wirklich runter. Chewy hat aktiv in mindestens, also ich weiß nicht mehr wie lang, aber ich glaube ein Dreivierteljahr hat er aktiv gelernt, was es bedeutet, dass jetzt Ruhephasen angesagt sind. Dass er einfach mal zu Hause sich hinlegt und wir machen nichts mit ihm. Das kann man auch wirklich gut benutzen, um dann das Alleinebleiben mit dem Hund zu trainieren. Denn wenn der Hund dauernd lernt, er wird 24 Stunden lang von seinem Menschen beschäftigt und entertained, dann wird der Hund nie wirklich gut alleine zurechtkommen. Besonders bei sehr aktiven Welpen und Junghunden muss man darauf achten, dass die auch lernen, runterzukommen. Denn sonst fabriziert man sich ein wirklich großes Problem, das später nicht genügend ausgelastet wird und nur noch Blödsinn im Kopf hat. Hundesport ist viel zu streng, denn da darf man den Hund nicht loben und man darf nicht mit ihm reden. Es kann sein, dass man auf manchen Turnieren, wie zum Beispiel im Obedience oder im Schutzdienst oder auf einer Begleithundeprüfung, nicht wirklich viel mit dem Hund reden darf. Was aber nicht bedeutet, dass im Training genauso gearbeitet wird. Hundesport wird immer positiv eigentlich aufgebaut oder sollte immer positiv aufgebaut werden, sprich mit Leckerli, Spielzeug und Lob. Wir trainieren im Obedience, Rally Obedience und Agility immer so, dass wir die Hunde loben, dass wir viel mit ihnen zwischendurch auch reden und dass sie auch Leckerlis und das Spielzeug bekommen. Später auf den Turnieren darf man das ja leider nicht, aber wenn man einen Hund hat, der schon gut trainiert ist, dann wird er auch mal eine Weile oder längere Zeit ohne Lob auskommen. Jetzt gibt es natürlich eine Besonderheit und das ist das Rally Obedience. Da darf man nämlich Stand 2016 in der Klasse Beginner und in der Einserklasse sogar noch mit Leckerlis arbeiten, wenn man das bei der Anmeldung angibt. Also so gesehen ist nicht der Hundesport streng und grausam. Es sind einfach nur besondere Begebenheiten, die es auf den Turnieren gibt. Alle Hunde mögen Leckerlis. Nein, es gibt definitiv auch Hunde, die mögen Leckerlis nicht so wirklich. Die gehen dafür mehr auf Spielzeug ab. Die kann man dann richtig gut mit Spielzeug belohnen und bestätigen. Und es gibt auch ganz, ganz schlimm Hunde, die mögen weder Spielzeug noch Leckerlis. Die sind dann sehr schwer zu motivieren. Da muss man dann irgendwas anderes finden. Last but not least, 2 Rüden kann man nicht zusammenhalten. Die werden sich die ganze Zeit bekämpfen. Ja, also das kommt immer wirklich auf den Charakter des Hundes drauf an. Man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt 2 super dominante Rüden zusammenpacken,
Aber an sich klappt es definitiv. Also ich habe viele Freunde, die mehr Rüdenhalter sind und dort harmonisiert es extrem gut. Denn wirklich wichtig sind, dass der Hund oder die Hunde einfach vom Charakter her super zusammenpassen, dass die sich harmonisieren, dass die sich nicht in die Quere kommen, dass die Sozialisierung bei beiden natürlich stimmt und dass natürlich die Führung der Menschen richtig klappt. So, das war's. Wir haben es jetzt alle geschafft. Das waren so 10 der besten und tollsten Sätze, die ich je während einem Spaziergang oder auf dem Hundeplatz von Leuten gesagt bekommen habe, beziehungsweise auch Aussagen, von denen sie felsenfest der Meinung waren. Was habt ihr denn von diesen letzten 5 Mythen schon gekannt oder war euch irgendwas bekannt vorgekommen? Habt ihr das schon mal selbst gehört? Das würde mich jetzt echt interessieren. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Ich musste das einfach mal aus gegebenem Anlass raushauen, denn wenn ich das jetzt nicht bald mal alles aufschreibe, würde ich es vergessen. Falls euch das gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch. Dann sammle ich gerne weiter solche Mythen und mache gerne nochmal ein neues Video dazu. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut!